Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Breath of the Wild. Wir sind immer noch am Erkunden und sind jetzt fast auf dem Satori-Berg oben. Sprich, wir werden diese Folge eventuell das Geheimnis des Satori-Bergs kennenlernen oder lüften. Denn ich habe schon, wir haben ja schon ab und zu von Reisenden etwas über den Satori-Berg gesehen. Von einem Stall, glaube ich, auch schon was gehört. Und wir sehen ihn ja öfters am Abend leuchten und vielleicht finden wir heute raus, was es mit dem Leuchten auf sich hat. Oh fuck, wie kletter ich hier am besten hoch? Ich glaube da, oder? Und ich bin eigentlich gerade beim Überlegen, soll ich statt den Dingern hier, statt den Schreien, Spurtechsen als mein Suchziel haben, damit ich mir meine Kletterrüstung auf Stufe 2 hochkriege? Wäre vielleicht sinnvoll, oder? Aber naja. Wir sind auf jeden Fall fast oben. Und dieser Schrein, der blim babbelt, klimmert, den werden wir auch gleich machen. Wo ist denn der? Wahrscheinlich. Da ist er ja. Da ist er ja. Und da ist der Schrein. Der Krog. Da sind die Eicheln hin. Tschüssi. Ich glaube, den machen wir direkt ins Schrein, oder? Ja, mach mal direkt. Wir sehen uns gleich innen wieder. Mit Schwung. Holy, jetzt darf ich ja also mit Schwung arbeiten, hä? Oh, holy shit. Okay, holy shit, Alter. Das könnte ein interessanter Schrein werden. Muss ich die Pfeile benutzen? Ja, das sind die, wo ich am meisten habe. So. Da ist schon mal eine Truhe. Da hinten ist eine zweite. Gibt es eine dritte noch hinter mir? Habe ich eine übersehen? Ich hoffe ja nicht, ne? Ich hoffe, es sind nur zwei Truhen. Alter, was geht denn da oben ab? Waldlanze. Hatte ich die schon mal? Jetzt muss ich aber gucken. Hatte ich die schon mal? Ja, hatte ich tatsächlich. Aber die brauche ich nicht. Die lasse ich hier im Wald, im Schrein, weil dieser, die kann ja nichts. Obwohl. Ne, jetzt lassen wir sie. Bro, Alter. Ich muss ja nicht so weit auseinander machen. Stimmt, ich Depp. Ich kann es ja, glaube ich, bestimmt da oben drüber tun, oder? Das war ein Fehler, Alter. Das war ein Fehler. Ich dachte, es bleibt da oben hängen. Aber ich glaube, die Idee dahinter ist nicht schlecht. Funktioniert es? Ja, ich muss halt komplett drüber tun. So, jetzt sind wir wieder hier. Easy. Easy. Also, easy, würde ich sagen. Waldbogen. Alter, warum kriege ich jetzt hier Waldsachen geschenkt? Und ich glaube, die nehme ich doch mit, die Lanze. Die können wir vielleicht benutzen, wenn es mal wieder gewittert, dass ich irgendwas schon mal habe. Nicht ohne Waffen rumlaufe. Ich weiß schon, dass sie weniger ist. Die hat, glaube ich, nur 11 Angriff, aber. Da glaube ich, ein Weitwurf plus. Na egal. Egal.
Wir kümmern uns jetzt um diesen Schrein hier. Ah, ich musste also hier hin. Moment. Moment, da ist noch irgendwo eine Truhe. Aber nicht hier hinten, hoffentlich. Da ist ja die Truhe. Aha. Okay. Da ist ja. Ein 300er. Das sind alle jetzt. So. 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 Easy. Easy. Und was passiert hier? Oder ich mach's halt wie ein ganz normaler Mensch, der eine Feuerwaffe dabei hat. Und halte sie auf dem Boden. Easy. Da ist der ganze Mist schon passiert. Rein? Ja, natürlich rein. Und et voilà. Wir sehen uns draußen wieder. So, und für die Leute, die es wundert, warum ich jetzt 16 Herzen habe, die haben dann wahrscheinlich die letzten Folgen nicht gesehen, denn wir haben, wie ihr seht, Trevali Sturm. Das wiederum heißt, wir haben uns um den dritten Titanen gekümmert. Deswegen erkunden wir auch das Gebiet schon. Weil ich ja meistens sowieso nur die ganzen Gebiete erkunden... Aha, da haben wir es ja. Wir sind in dem Leuchten drin. Holy shit, Alter. Was geht jetzt mit der Musik ab? Da ist er. Das war dumm. Ach komm. Ja, danke. Hä? Da. 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 Da ist er. Hä, und warum bin ich jetzt hier auf immer wieder normal? Das Leuchten ist doch noch da, oder nicht? Ja, ich bin nur rausgelaufen. Und ich glaube, hier ist dir. Ich glaube, ich weiß, was hier nochmal war. Hier sind Rumis, oder? Sache. Oh, und da ist die. Da ist das Geheimnis. Der Herr der Wildnis. Ha, Breath of the Wild. Alter. Aber ich glaube, der ist nicht so wie die Rumis, dass man, wenn man auf die Spring, auf den abschießt, dass da Geld rauskommt. Der verletzt sich, glaube ich, wirklich. Ist tatsächlich so eine Art Pferd, wenn ich mich nicht täusche. Ach, dich soll ich nehmen. Ich dachte schon, hey, hier ist irgendwas versteckt, ein Stein oder so. Mhm. Aber naja. Dann haben wir den Herrn der Wildnis gesehen. Ha. Der sieht schon nicht schlecht aus, gell?
Was passiert? Ich habe zwei Ringe. Habe ich auf den falschen Knopf gerückt? Nee, ich habe auf den richtigen gedrückt. Egal. Alter. Egal. Egal. Ich glaube auch, wenn man den, glaube ich, dann an den Stall bringt, dass die Leute dich dann angaulen oder sonst was, weil der Herr der Wildnis irgendwie verflucht ist oder so. Oder eine Sage gibt, dass wer den auch reitet, der ist verflucht. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas sowas habe ich im Hinterkopf. Zu rot und dann zu blau. Gut. Ja, was bist denn du? Ah, du bist der Cock, den ich gerade geholt habe, ne? Aha, da ist ja der. Der Krog, ha. Ja, schade, man kann ihn nur einmal treffen. Moment, muss ich eigentlich nur einen Rumi fotografieren? Und was macht hier ein Gerudo-Zweihänder? Hä? Flacht ja einfach mal ein Gerudo-Zweihänder rum. Gerudo-Zweihänder 28, nur die besten Gerudo-Kämpferinnen unter den Gerudo erhalten diese Waffe. Er ist viel leichter, als er aussieht und somit unter den Großschwertern recht einsteigerfreundlich. Ah. Ja, ich weiß schon, Krog. Wo muss ich denn hin? Darüber, gell? Nach oben. Bro. Holy shit, ne? Und da waren jetzt gerade relativ viele Spurt-Echsen. Muss ich mal gucken, dass ich hier noch ein paar fange. Reicht es, wenn ich jetzt rüberfliege? Ja, bestimmt, oder? Ja, passt. Ja, ich weiß schon, Krog. Maske. Ich sehe ihn ja schon. Das ist einfach Geld unterm Stein. Wer versteckt Geld unterm Stein und dann auch noch einen Rubin? Oder mehr? Weil es gibt ja echt manche, da sind einfach keine Ahnung, wie viele drin. Ich hoffe auf Spurtkröten oder auf Spurtechsen oder sowas. Na egal. Dann fliegen wir mal zu blau. Da hinten ist ein Schrein. Moment. Moment, hä? Zu welchem Gebiet gehört der? Oh, zu dem Gebiet. Da kommen wir später hin. Warum? Nee, den lasse ich nicht markiert. Ich brauche die ganzen Markierer für die Crocs. Ja. Den Rest finden wir ja schon später irgendwann, wenn wir da erkunden und sonst was machen. Da ist nochmal ein Rumi. Warum sind hier so viele Rumis? Der ist gerade echt verschwunden, ne? Bro! Jetzt habe ich gerade echt einen Pfeil für sowas verschwendet, ne? Egal. Mann. Na egal. Und jetzt gelb-grün in die Richtung rüber. In die Richtung rüber. Aber naja, naja. Na, da hinten ist ein Kolosseum. Weil das ist ja auch nicht eine Nebenaufgabe des Kolosseums, aber da kommen wir noch hin. Oder war das Kolosseum einfach nur eine Test... Nee, ich glaube, das war tatsächlich eine Nebenaufgabe, da hier irgendwo ein Typ dann rumsteht, in der Nähe vom Kolosseum, der dann sagt, kämpfe gegen die Monster da drin oder sonst was. Irgendwie sowas war es ja. Ja. Wie viele sind es? Fünf. Ja, komm. Du bist anscheinend der Schnellste hier, hä? Ach, komm. Kommst du? Kommst du?
Kommst du her, Krog? Hab dich. Bro. Und du bist der Letzte. Komm her. Ich krieg gleich die Krise mit dir. Ich krieg gleich die Krise. So. Jetzt bin ich schon wieder auf 39 Pfeile runter, Alter. Und ich würde hier gern ohne Glitches vorankommen. Oh, ich habe Gelb ausgelassen. Hoppala. Ich habe Gelb ausgelassen. Aber ich sehe ihn schon. Easy. Ich kann nicht wegmachen. Und dafür kann ich jetzt weitere 4 Crocs markieren. Alter, wir sind hier unten fast fertig. Das ist ja... Holla, die Waldweg geht hier schnell. Naja, wir gucken uns ja jetzt erst die ganzen Crocs an. Und den Rest, wenn noch was zu erledigen ist, machen wir es ja später sowieso. Wir gehen da sowieso, glaube ich, nochmal überall durch, weil Ressourcen sammeln. Und sonst so ein Kack. Namen, weil es gibt ja echt manche Gebiete, die muss man ja besucht haben für den Namen. Und die können leider auch zu 100%, dass man alle Namen hat. So. Und hier scheinen relativ viele Truhen zu sein. Würde ich Tristen sagen, für Kisten und Truhen gleichzeitig. Apropos ganzen Steine, die muss ich, kann ich ja bald irgendwann mal bei jemandem verkaufen. Wo kann man Edelsteine am besten verkaufen? Das ist ja die Frage. Wo kriege ich am meisten Geld raus? Für Leuchtsteine muss ich nach zum Soradorf gehen, weil mir da ja einer für 10 Leuchtsteine einen Diamanten andreht. Und für den Diamanten, den brauche ich ja Diamanten für die Stirnband. Oh ja. Wie es ausschaut, ist in jedem so ein beschissener Teich auf dem Berg ein Homie. Gut, hier ist wohl auch das Zuhause der ganzen Viecher. Hä? Hä? Okay, Krog. Bist du der? Ja. Das ist schon assi versteckt gewesen gerade. Und den Rumikuk schieße ich jetzt nicht an. Ich brauche erstens die Pfeile und... Naja. Du bist wahrscheinlich dann der Krog, hm? Ey, ich sag nicht, dass... Ich will gerade schon sagen, dass der freiliegende Stein einfach der Krog ist. Aber hier scheinen richtig viele Apfelbäume zu sein. Hä? Hier kann ich Apfel farmen. Alter, hier hat es gerade ein paar Frame Drops. Und das nicht gerade wenig. Alter, kannst du mal aufhören? Hab ich irgendwas zum Baum fällen? Das Master Sword, hä? Bro, Alter, du hast gerade extrem viele Frame Drops hier. Heilige. Die Kraft des Master Swords geht zur Neige. Ich glaube, ich fälle jetzt, bis das Master Sword kaputt ist. Holy, holy, holy. Na egal. Wo gehen wir hin? Gelb, rot, 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 dann gelb, dann grün. Ja, und dann beenden wir die Folge wieder. Aber wenigstens haben wir heute einen Schrein gemacht und das Geheimnis des Saturi-Bergs eigentlich rausgefunden. Warum es hier leuchtet. Ich schätze mal wegen den ganzen Rumis und wegen dem Herrn der Wildnis, dass es hier so leuchtet. So. Ist schon irgendwo ein Krog zu sein. Eine Waldlanze. Warum kriege ich hier so viele Waldlanzen? Du bist, glaube ich, irgendwo auf irgendeinem oberen Berg, kann es sein.
Dann wahrscheinlich dort. Wahrscheinlich bist du hier. Hä? Hä? The fucking Garde, aber. Hä? Jetzt, Bro, was war denn davor das Problem? Sag nicht, weil es hier um die Ecke liegen, ging die Explosion. Nur weil es hier schief lag, ging die Explosion nicht um die Ecke oder was? Bro, what the fuck? Ja, Schüssi. Ich flieg jetzt zu Gelb runter, Alter. Oder was? Es liegt höher. Ich glaube, Grün ist höher und liegt auch gerade näher ran. Also gehen wir erst zu Grün und dann Gelb. Da drüben machen wir dann nächste Folge dann dieses Rätsel von Kashiwa. Weil das sieht sehr interessant aus. Na komm. Du hast nur drei Ballons, ne? Ja, du hast nur drei Ballons. Passt. Naja. Aber die Crocs sammeln wir ganz schön schnell hier ein. Hätten wir Spukmedizin, wird es wahrscheinlich noch schneller gehen, aber... Naja. Ich sollte vielleicht mal wieder meine normale Hose anziehen. Weil von 3 auf 12 Rüstung ist schon ein Unterschied. Aber naja, jetzt schauen wir mal, dass wir diesen Krog holen, dass wir die Folge beenden können. So. Da irgendwo. Irgendeiner dieser Bäume ist safe. Rüstgras. Oh, was sind denn hier für Grassorten? Wertgras, Rüstgras, Maxi-Rüben. Ich habe ja keine Waffe in der Hand. So, habe ich halt zweimal Edelwild. Blaue Glutkraut. What the fuck geht hier ab? Spurtkarotte. Aha. Nicht fotografiert. Passt. Hieroglyphs fotografiert. Bro, what the fuck ist das hier für ein Sammelort? Zitterkraut. Das ist mal gut. Das heißt, in diesem Gebiet wird auch die Zitterlibelle sein. Zitterkraut. Diese Heilpflanze ist in der Gerudewüste heimisch? Ihre speziellen energieableitenden Fasern verleiten als Kochzutat Resistenz gegen Elektrizität. Okay. Ich glaube, irgendwo auf dem Baum oder es ist da. Und ich hab ihn. Tschüssi. Schleichglöckchen. Rudelwolf. Warum rennst denn du rum? Egal, wie dem auch sei. Ich würde sagen, ich bin die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge erkunden wir weiter. Ciao. Euer Gladius.